Die sogenannten Men in Black sind uns wahrscheinlich eher aus den berühmten Filmen bekannt, mit Will Smith und Tommy Lee Jones. Es sind dort Leute, die gegen Außerirdische kämpfen und versuchen, jedes bisschen Information über Aliens von der normalen Gesellschaft fernzuhalten, meistens um diese zu schützen. Doch in diesem Film leben die Außerirdischen meist unter uns und zusammen mit den Außerirdischen auch die Men in Black. Doch die Men in Black sind so viel mehr als ein simples Thema in einer Art Science-Fiction-Film. Sie sind tatsächlich ein echtes Mysterium, das schon deutlich länger existiert als diese Filme. Und über dieses bekannte Mysterium möchte ich heute einmal sprechen, denn es gibt die unterschiedlichsten Vorfälle von angeblich echten Men in Black und ich wollte herausfinden, was dahinter steckt und bin auf extrem seltsame Dinge gestoßen. Auf jeden Fall lehnt euch zurück und viel Spaß. Zunächst, was genau sind laut dem Mythos die Men in Black? Die Men in Black sind Leute, die meistens von der amerikanischen Regierung geschickt wurden. Es sind meistens Männer, die sich alle relativ ähnlich sehen. Sie fahren meist in schwarzen Autos und tragen schwarze Anzüge oder dunkelgraue. Häufig haben sie Glatzen und darüber tragen sie Hüte. Diese Männer haben häufig einen sehr gefühlskalten Gesichtsausdruck, fast so, als wären es keine echten Menschen, sondern roboterähnliche Wesen. Und diese Menschen haben es nun auf eine ganz besondere Gruppe abgesehen. Denn diese Menschen suchen nicht irgendwelche Leute auf, sie kommen nicht zu dir nach Hause einfach um dir Angst zu machen, sie suchen ausschließlich Menschen, die schon einmal Aliens oder ein UFO gesehen haben. Richtige Aussagen von Aliensichtungen gibt es nicht so viel, allerdings gibt es Dutzende UFO-Sichtungen jeden Monat auf der ganzen Welt. Und eben das ist der Einsatzbereich dieser Men in Black. Sobald sie erfahren, dass irgendjemand Gerüchte verbreitet von einem UFO, das er angeblich gesehen haben will, rücken diese Men in Black aus und suchen diese Person auf, um sie einzuschüchtern, ihr alles zu verbieten und jegliche Informationen wegzunehmen, die diese Person eigentlich gar nicht besitzen darf. Es ist sozusagen eine etwas gruseligere Darstellung als das, was wir aus den Filmen gewohnt sind. Zudem wird häufig auch noch diesen Men in Black Dinge nachgesagt, die besonderer Natur sind, Dinge, die beinahe übernormal und paranormal sind. Denn es geht darum, dass diese Men in Black scheinbar übernatürliche Kräfte wie Telepathie haben. Viele Leute sagen nämlich, dass diese Men in Black deine eigenen Gedanken lesen können, wenn sie mit dir reden. Du kannst also nichts vor ihnen verstecken, da sie alles direkt über dich wissen, bevor du es ihnen überhaupt sagst. Und des Weiteren sollen sie auch noch dieses berühmte Blitzdings, wie es in den Filmen genannt wird, besitzen. Ein seltsamer Lichtstrahl, der dich gewisse Dinge für immer vergessen lässt. Doch dazu erzähle ich gleich mehr. Denn nun ist es wichtig, seit wann gibt es diese seltsame Sichtung von Men in Black von dieser Geheimorganisation? Und die ersten Sichtungen gehen auf die 1950er Jahre zurück. Bereits damals soll es mehrfach Leute gegeben haben, die diese Männer in Schwarz gesehen haben. Männer in Schwarz ist übrigens die eingedeutschte echte Bezeichnung zu diesen Personen, denn auch in Deutschland soll es einige Vorfälle gegeben haben, wo Leute mit diesen Männern Kontakt hatten. Doch kommen wir zunächst zu den bekannten Vorfällen. Einer der berühmtesten Vorfälle überhaupt ist das berühmte Roswell-Mysterium. Viele Leute werden wahrscheinlich wissen, was vor vielen Jahren in Roswell passiert ist. Es ist der bekannteste UFO-Absturz überhaupt. Eines normalen Tages stürzte plötzlich etwas vom Himmel und zerschellte am Boden. Später sollte sich herausstellen, dass alles nur ein Wetterballon gewesen ist, doch viele Leute, die den Absturz mit ansahen, sagten, dass sie seltsame Wesen sahen, seltsame grüne Männchen, so wie wir uns Außerirdische vorstellen, und binnen weniger Sekunden waren die Men in Black da, Männer komplett in Schwarz gekleidet, die das gesamte Gebiet abgeriegelt haben und eben diese seltsam toten grünen Wesen mitnahmen. Es ist natürlich die typische Verschwörungstheorie, was eben solche Men in Black angeht, doch es gibt auch andere Vorfälle. So gab es zum Beispiel einen Mann in Schottland, der sagte, dass er im Himmel ein seltsames dreieckiges UFO gesehen hatte. Er erzählte vielen seiner Freunden und Arbeitskollegen davon und alles war ruhig gewesen. Doch 6 Monate später meldeten sich in dem Hotel, in dem er arbeitete, plötzlich seltsame in Schwarz gekleidete Männer. Diese Männer fragten explizit nach dieser Person, sie wussten, dass er dort arbeitete und wollten genaueres von ihm erfahren und wissen, wo er war. Sein Chef sagte allerdings nicht, wer er gewesen ist bzw. wo er wohnte und die Men in Black verschwanden wieder.
Es ist eine sehr beunruhigende Vorstellung, dass es scheinbar Menschen gibt, die alles durchgehend monitoren. Doch es gibt noch einen weiteren Vorfall, der häufiger vorkommt, den ich hier nennen möchte, weil er tatsächlich der gruseligste von allen ist. Denn jetzt möchte ich noch einmal mit euch auf dieses Blitzdings zu sprechen kommen. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass die Men in Black so ein seltsames Leuchtding haben sollten, was dich Sachen vergessen lässt. Und dieses Leuchtding soll auch häufiger mal zum Einsatz kommen. Jedoch nicht, wenn man bloß ein UFO gesehen hatte. Dann werden sie dieses Leuchtding nicht benutzen. Stattdessen benutzen sie es dann, wenn du von Außerirdischen entführt wurdest. Jedes Jahr gibt es Menschen, die behaupten, dass sie angeblich irgendwann mal in der Vergangenheit eines Nachts von Außerirdischen entführt wurden. Diese Beschreibung von diesem Vorfall sind meistens recht ähnlich. Diese Personen schildern, dass sie nichtsahnd im Bett gelegen haben und schliefen, als sie plötzlich aufwachten, weil ein grelles weißes Licht durch ihre Tür oder ihr Fenster in das Haus gedrungen kam. Sie waren verwirrt, woher dieses helle Licht kam, und bemerkten dann außerirdische Wesen, die zu ihnen kamen. Danach wurden sie auf ein Raumschiff geladen und einige seltsame und gruselige Experimente wurden an ihnen durchgeführt. Das sind die typischen Geschichten, doch meistens erzählen diese Personen, dass sie sich erst jetzt wieder erinnern können, dass dieser Vorfall Jahre her ist. Und eben das soll der vermeintliche Einsatz von eben diesen Leuchtdingern sein. Denn die Men in Black kommen zu den Personen, die behaupten, dass sie mal entführt wurden, und benutzen diese Leuchtstäbe, die sie alles vergessen lassen. Diese Menschen, die durch diese Leuchtstäbe geblendet werden, werden dann zunächst alle ihre Erinnerungen wieder vergessen. Sie denken, es wäre nichts passiert und eben diese Nacht ist aus ihrem Gedächtnis gestrichen. Doch Jahre später sollen diese Personen in ihren Albträumen sich an alle diese grausamen Dinge erinnern, die sie damals erlebten. Doch jetzt müssen wir gucken, was genau steckt dahinter. Das hier ist jetzt erstmal der bekannte Mythos, die Verschwörungstheorien hinter dieser Regierungsorganisation, die vielleicht für CIA arbeitet. Doch wie sehen die Fakten in diesem Fall aus? Und die Fakten sind hier das, was ich so besonders fand. Denn ich hatte damit gerechnet, dass ich euch alle diese Dinge nenne und danach euch sagen werde, dass alles bloße Erfindung ist und eine typische Verschwörungstheorie ohne Beweise. Doch das stimmt in diesem Fall tatsächlich nicht. Denn im Kalten Krieg, dort wo wahrscheinlich die meisten von diesen Vorfällen gemeldet wurden von Men in Black, gab es diese Organisation wahrscheinlich wirklich. Es gab damals Leute, die von der amerikanischen Regierung eingesetzt wurden, zu Menschen zu fahren, die angebliche UFOs gesichtet haben. Warum diese Menschen eingesetzt wurden, ist nicht bekannt. Sie sollen zu diesen Personen gefahren sein und alle gesammelten Informationen sofort zerstört oder verbrannt haben, damit diese Informationen und die Beweise niemals an die Öffentlichkeit gelangen können. Es heißt im Nachhinein häufig, dass dies war, weil diese Menschen geheime Militärprojekte mit angesehen haben. Geheime Flugzeuge, Rakete, die niemals die russische Regierung in die Hände bekommen sollte. Und andere Berichte sagen, dass sie einfach nicht über Außerirdische sprechen sollten, um nicht das Volk in Angst zu versetzen, um nicht eine Art Massenpanik vor Außerirdischen zu streuen. Damit gibt es scheinbar einen echten Kern in dieser ganzen Man in Black Debatte und es ist nicht nur pure Erfindung. Natürlich sind die meisten Geschichten, die hierzu passen, die meisten Sachen von Man in Black, die heutzutage noch auftauchen, lediglich Erfindungen, denn die angeblichen Man in Black Sichtungen sind seit der Veröffentlichung der Man in Black Filme quasi durch die Decke gegangen. Je bekannter ein Thema ist, desto mehr Sichtungen davon gibt es. Immer dann, wenn UFOs mehr im Trend sind, wenn mehr Leute sich an UFOs interessieren, gibt es auch mehr Sichtungen. Weil mehr Leute so etwas erfinden. Doch so gruselig dieser Mythos ist, es gibt vielleicht wahre Fakten dahinter. Das war auf jeden Fall dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber, tschüss.